Du wolltest auch schon immer mal der schnellste Ortsschildsprinter in deiner Trainingsgruppe sein. Wir auch. Deswegen lassen wir uns heute vom Profi zeigen, wie das geht. Die meisten Radrennen werden im sogenannten Massensprint gewonnen, aber auch bei uns Freizeitradlern steht der Ortsschildsprint ganz hoch im Kurs. Ja, und um so einen Ortsschildsprint zu gewinnen, braucht es natürlich schnelle Beine. Aber um der König der Ortsschildsprinter zu werden, bedarf es ein bisschen mehr. Um herauszufinden, was dieses Meer ist, haben wir uns heute professionelle Unterstützung beim im Moment schnellsten deutschen Sprinter gesucht, Pascal Ackermann. Servus. Hi. Servus. Und die Jungs haben heute einen richtig weiten Weg auf sich genommen und deshalb erstmal einen Daumen hoch und lasst ein Like dort. Ja, wir haben uns heute Morgen ganz früh ins GCN-Boot gesessen und sind dann einmal den Rhein raufgeschippert zu Captain Ackes an einen wunderschönen Bodensee und lassen uns heute mal von dir ein bisschen Sprintunterricht geben. Ja, mich freut es ja schon mal, dass ihr jetzt endlich mal hier angekommen seid und ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen was zeigen, dass noch was in die Beine hier reinkommt, weil bis jetzt sehe ich noch nicht so viel bei euch Bergbeinen und ja, lasst uns einen coolen Tag haben. Ja, wer vielleicht Pascal nicht so richtig kennt, also Pascal ist eigentlich der Experte in Sachen Sprint aktuell in Deutschland. Ich erinnere mich, Team-Sprint-Weltmeister warst du sogar in den Junioren. Und was hast du sonst noch gewonnen? Ride London? Ride London, Frankfurt, Eschborn, dann Giro d'Italia-Etappen, Vuelta-Etappen. Also ja, das ist alles ganz nett. Aber wir wollen dann mal gucken, ob sich das auch qualifiziert, um uns beide Maschinen dann heute mal zu schlagen. Ja. Und, wir haben ein 52er Kettenblatt montiert, ne? Ja, wir haben beide ein 52er, weil wir dachten, das reicht. Aber verrate den Zuschauern noch mal, was du so in einem Sprint kettest oder gibt es da auch Unterschiede? Ja, es gibt ganz komplette Unterschiede. Also es gibt teilweise, es gibt Sprinter, die fahren nur ein 53er Blatt, es gibt Leute, die fahren ein 54er, es gibt mittlerweile auch Leute, die fahren ein 55er. Und es ist ganz entscheidend, was für eine Zielgerade du hast. Also von daher muss man vorher sein Ortsschild genau angucken, ob es berghoch geht, flach geht, Rückenwind, Gegenwind. Und grundsätzlich, ich habe immer einen 54er drauf. Ja, und geschaltet wird einfach hier oben oder hast du hier noch was Spezielles montieren lassen? Also ich habe noch spezielle Sprinter-Shifter rechts und links zum Hoch- und Runterschalten, allerdings nur für hinten. Und grundsätzlich kann ich es dir gar nicht genau sagen, wo ich im Sprint schalte, ob ich jetzt vorne am Shifter schalte oder beim Sprinthebel, weil das geht alles so schnell im Sprint. Und da denke ich dann nicht drüber nach, sondern gucke einfach nur, dass ich die Gänge reinkriege. Das heißt, zu einem guten Ortsschildsprinter gehört auf jeden Fall auch jede Menge Intuition, würde ich sagen. Und in Sachen Intuition hätte ich auch noch eine Frage. Wie ist das bei dir? Nimmst du intuitiv deine Sprintposition auf dem Rad ein oder trainierst du das auch wie so ein Caleb Ewan, der da immer über seinem Rad hängt, wie so ein Affe auf dem Schleifstein? Oder machst du das einfach natural? Also es gehört viel Training dazu, einfach man muss schon früh runtergehen, damit man letzten 3-4 Kilometer unten ist und langsam im Tunnel auch reinkommt, weil man einfach intuitiv sein muss, man darf nicht mehr nachdenken. Und ja, ich denke, man muss es schon einige Mal trainieren, weil es halt einfach eine unbequeme Position ist und man muss einfach gucken, dass man sich dran gewöhnt und vielleicht auch ein bisschen Core-Training dafür machen. Echt? Core-Training? Das glaube ich dir nicht, dass du Core-Training machst. Ja, aber was ich mich immer frage, das richtige Timing. Also wenn ich immer zum Ortsschild-Sprint ansetze, dann ja, fahre ich immer eigentlich viel zu früh los. Wie findet man das richtige Timing? Ist das auch Intuition oder sagst du dir, bei dem Sprint geht es so ein bisschen bergauf, da kann ich ab 150 loslegen oder wie funktioniert das? Ja, wir gucken uns vorher das Profil an und ob Kurven drin sind. Je nachdem entscheiden wir, ob wir früher oder später losfahren. Grundsätzlich bin ich einer, der relativ nervös ist und fahre grundsätzlich früher los, was manchmal oft mein Problem ist. Aber ja, man muss vorher ganz genau gucken, wie die Verhältnisse sind, weil sonst hat man einfach in einem klassischen Sprint keine Chance. Und ich denke, das werden wir heute sehen. Ja, vielleicht noch für die Technik-Freaks. Was tritt denn Pascal Ackermann in so einem Sprint am Ende? Wie viel Watt? Also nach dem harten Rennen sind so um die 1500, 1600 Watt. Aber da muss es schon richtig hartes Rennen gewesen sein. Und meistens gewinnt man die Sprints nicht mit hohen Wattwerten, sondern es ist Tigersprung. Im Tigersprung, genau. Und auch über die Länge, über die 20 Sekunden, die Werte sind ganz entscheidend. Das wäre auch meine abschließende Frage. Kommt es auf den Sprintertypen an, wann man losfährt? Also wenn ich jemand bin, der eher spritziger ist und einen guten Antritt habe, aber nicht so die Zähigkeit, fahre ich ja logischerweise später los, um meine Kollegen beim Ortsschild abzuhängen, als jemand, der eher einen Powersprint fahren kann. Und was bist du für ein Typ? Ich bin eigentlich eher der Sprinter, der einen Überraschungssprint fährt, also relativ früh losfährt und von hinten rechts, links irgendwo durchfährt.
Und das ist eigentlich meine Spezialität und so einen richtigen Kicksprinter bin ich eigentlich nicht. Also wenn, dann brauche ich einen langen Sprint und keinen kurzen. Das ist optimal, weil wir beide sind eher so die Kicksprinter. Und ich würde sagen, jetzt haben wir uns ein paar Tipps abgeholt. Versuchen wir mal den Akkus zu schlagen. Ne? So Jungs, jetzt habt ihr genug gelabert, wie eure Sprintkünste sind. Ich habe euch ein bisschen was gezeigt und hier geht's los. Da hast du eine schöne Gerade rausgesucht, wa? Und das ist die Champs-Élysées des Vorarlbergs. Ja, keine Champs-Élysées ohne fachmännisch aufgeklebte Zielgerade. Deswegen, Jungs, einmal hier drauf, weil ich möchte ja auch gleich, dass wenn ich hier den Sieg einfahre, dass das auch UCI-konform dokumentiert ist. Ich wollte schon immer mal, dass ein Weltklasse-Sprinter für mich arbeitet. Sieht hier wirklich einwandfrei aus. Ich denke, das kommt mir entgegen. Zielgerade leicht aufsteigend. So, Jungs, und ich hoffe, ihr seid ready. Junge, ganz ehrlich, das kannst jetzt. Jetzt kommt ihr hier im Einteiler. Und macht eure Schuhe noch mal zu. Einmal nachziehen, meinst du? Wir drei werden uns hier gleich einmal gegeneinander antreten. Und da bin ich gespannt, wer im Sprinterduell heute die Nase vorne hat. Akis, Tobi oder doch meine Wenigkeit? 3, 2, 1. Scheiße! Boah, ich hab voll die Scheißwege! Ja, es läuft durch, ne? Hey Jungs, was war los? Ich habe euch ja gar nichts gesehen. Also bei mir hat die Mutter angerufen. Ja, also bei mir war irgendwas auf der Linie drauf. Ich konnte gar nicht, ich musste erstmal hinter dich und dann war die Ziellinie ja schon da. Das sind schlechte Ausritten. Aber ich habe jetzt noch ein Ding für euch, weil ihr ganz große Sprinter seid. Normal hat man einen Anfahrer. Lasst uns einen Fliegenden fahren und einer von euch sprintet und der andere fährt ihn an. Ich mache einen Anfahrer. Alles klar, Junge, komm zusammen. Fingern mal die Profi-Wanze auf jeden Fall ab. Noch 300! Schritt ist eröffnet! Ach, komm. Nein, so schlecht war es nicht diesmal, ne? Aber mustergültig habe ich das Ding angefahren. Mustergültig. Jungs, diesmal war es knapp, aber es hat wieder nicht gereicht. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, aber ich denke einfach bei diesen Hochgeschwindigkeiten, ich hatte einfach keinen Einteiler und das hat mir natürlich schon so einen entscheidenden Nachteil gebracht. Alle guten Dinge sind drei und ich habe noch eine Geheimwaffe. Ich gehe die mal gerade vor. Was denn jetzt vor? Weiß ich auch nicht. Ich hoffe irgendwas, dass Team GCN zugute kommt. Hier, 54er Kettenblatt. Knaubi. Ich hab dir jetzt mal was Richtiges mitgebracht. Damit musst du gegen uns sprinten. Traust du dir damit immer noch den Sieg zu? Ja klar, Jungs, da machen wir einen Antritt, kürzere Distanz, dann nix, hab ich immer noch im Sack. Bleibt alles so, wie es ist. Und da wollen wir noch mal sehen, ob der Akkes auf einem 40 Jahre alten Damenrad immer noch so schnell ist. Gib her das Ding. Ich muss noch gucken, wie die Schaltung funktioniert. Nix, es muss so klappen, du bist Learning Profi. By doing. Wie sicher seid ihr euch noch, dass ihr mich jetzt schlagt? Ja, du siehst zwar ganz nett aus auf dem Fahrrad, aber nett heißt jetzt nicht gleich schnell. Und deswegen denke ich mir, dass Tobi und ich da keine Probleme haben werden, oder? Nee. Also ich denke, damit können wir uns dann auch für den Kontrakt für die World Tour empfehlen, wenn wir jetzt hier einen der besten Sprinter schlagen. Du hast rechts außen die Linie. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich nehme die Scheißlinie, weil ich habe ein Schutzblech. Tobi, mach dir keinen Stress, lass den fahren. Wir geben dem pro Jahr einen Meter. Sie sehen auf Sieg, Junge! GCN, Junge! Junge, Knaubi, wir haben es aber immer noch drauf. Ja, komm, Alter. Gönn dir den Siegerschluck. Mm. Jungs, ihr seid solche Talente, Glückwunsch. Also, wirklich unfassbar. Der World Tour-Vertrag, der kann kommen, oder? Der kann kommen, definitiv. Die Sektdusche haben wir auch drauf. Nur eine Bewerbung abschicken, dann läuft es. Mm.
Der süße Siegersekt. Ja, Akis, was soll man sagen? Nach einem etwas längeren Theorieteil und einem enttäuschenden ersten und zweiten Lauf konnten wir dann im dritten Lauf alle deine Tipps umsetzen und dich überraschend im Sprint schlagen. Hast du dir ins eigene Bein geschnitten? Aber so ist das eben. Ja, Pascal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zwei Sprinttraining zu machen und uns die Tipps und Tricks zu zeigen. Und dann geht mal die Frage an die Zuschauer. Schreibt uns in die Kommentare euer Lieblings-Ortschild-Sprint oder das prestigeträchtigste. Und Pascal, was willst du noch weiter? Ich will euch noch einen guten Tipp geben. Am Antritt müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. Ja. Aber sonst hat es echt viel Spaß gemacht. Und an euch Zuschauer, Ortschild-Sprint machen mega Spaß, aber passt auf, guckt auf den Verkehr, guckt vorher nochmal nach hinten, dass keiner kommt. Sucht euch eine Straße raus, wo nicht viel los ist oder einen Radweg, wo generell nichts los ist. Wir haben uns hier einen rausgesucht, wo normalerweise abgesperrt ist und keine anderen Radfahrer sind, weil Safety First ist im Programm und gute Fahrt und guten Sprint. Ja.